Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles, wieder mit unserem Schlüppi Schulk am Start. Wir haben in der letzten Folge Licht und Schatten erlebt, wir haben viele neue Ecken kennengelernt, unter anderem sind wir da unten in der Windhöhle weiter vorgeprescht, allerdings mit nicht ganz so optimalem Ausgang, denn am Ende, quasi kurz vorm Ziel, kurz vor der Vollendung, kreuzt doch tatsächlich so ein hässlicher Kackvogel unseren Weg und macht kurz vorm Ziel einfach mal alles kaputt. Das war jetzt nicht so ganz optimal, aber hey, wie sagt man immer, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen oder so. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich werde jetzt hier diesen Ort nicht verlassen, ohne wenigstens einmal so eine olle Echse hier umgenietet zu haben. Echse mit Ä geschrieben, ganz wichtig. Und ich nehme diesen Part jetzt ein bisschen zeitversetzt zum letzten auf. Ich weiß nicht, ob ihr diese Tage kennt. Wenn ihr von Arbeit oder von der Schule oder von wo auch immer nach Hause kommt und es war ein anstrengender Tag und ihr habt eigentlich noch 10.000 Sachen vor mit diesem Tag. What? Wofür habe ich gerade 500 EP bekommen? Okay. War das gerade irgendeine Trophäe, die das hervorgebracht hat oder was? Ach so, ich meinte eigentlich den Unkor und nicht die Echse. Schaffe ich 2 17er? Ich glaube, das könnte abenteuerlich werden. Aber wir sind ja auf einem Abenteuer, insofern baller ich jetzt einfach alles raus, was geht. Vielleicht haben wir sogar ein Level-Up, wenn ich den jetzt hier umgenietet kriege. Aber unser Damage ist ganz gut. Ja, und heute war das irgendwie ganz komisch, weil ich bin jetzt ausgeschlafen, obwohl es jetzt noch der frühe Abend ist. Also früher Abend, es ist jetzt kurz nach 20 Uhr oder so. Bin einfach instant weggepennt und hab jetzt irgendwie alles ein bisschen durcheinander und dachte mir aber, hey, auch weil die Konsole die ganze Zeit noch an gewesen ist von heute früh. Ich bin nämlich nach der letzten Aufnahme so ein bisschen Hals über Kopf rausgestürmt und losgerannt und hab die Konsole angelassen. Passiert manchmal. Mein Stromanbieter freut sich, wie gesagt. Und ja, jetzt sitze ich hier, hab wieder ein kohlensäurehaltiges Getränk neben mir. Ja. Und spiele einfach mal weiter. Und da fällt auch gleich der erste Unkor. Jawohl, so muss das. Das hätte ich mir für die letzte Folge schon gewünscht. Schleimzunge, yummy. Hoffentlich tropft und trieft die noch so richtig schön, damit das irgendwie durchsuppt durch unsere Taschen. Also Hosentaschen hat er wahrscheinlich nicht. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie der hier rumläuft. Ey, das ist so gut. So, warte mal. Erstmal wieder das Übliche. So, dann muss ich gleich mal gucken, wo ich jetzt weiter hin will. Ich habe mich jetzt von der Kröte so ein bisschen blenden lassen. Ich musste, glaube ich, um die letzten Felder hier noch aufzudecken auf der Karte, hier so ein bisschen nördlich noch rumlaufen, ne? Da muss ich jetzt auch nicht jeden Winkel umrunden, einfach nur, dass wir die Karte dann vollständig haben. So, warte mal, das ist ein 16er, das sind 2 16er. Ich nehme die jetzt eigentlich nur noch mal mit, ich habe, glaube ich, gerade die falsche Taste gedrückt, weil ich konnte gerade über diese Ringe nicht wieder mein Dings hier aktivieren. Aber okay, wir werden daran hoffentlich nicht scheitern. Ich würde das Level-Up jetzt gerne mitnehmen, ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Bogen um die gemacht. Und ja, wir werden an anderen Ecken bestimmt auch noch Gegner finden, die uns ein Level-Up eingebracht hätten. Hätte, hätte, Fahrradkette, aber jetzt habe ich beschlossen, dass die hier die Auserkorenen sind, die uns auch ganz gut was dalassen, insofern. Und ja, ich bin so ein bisschen... Ich habe heute tatsächlich über meine Aufnahmesession heute viel nachgedacht. Ich glaube, es war ein Fehler, dass ich nicht zuerst ein bisschen in der Hauptstory weitergemacht habe. Halt wegen dem dritten Charakter. Ich habe jetzt in den letzten Parts mit diesem ganzen Erkundungszeug... Warte mal, ich habe vergessen, die Karte aufzumachen. Habe ich so viel Erfahrung einfach eingesammelt. Und irgendwie nur zu 2/3 davon profitiert, ne? Aber guck mal, die Karte, die ist clean. Dieser kleine Futzel hier, der ist kaputt. Da bin ich nämlich schon mal hingelaufen. Hab das eigentlich aufgedeckt und der hat das irgendwie nicht gespeichert oder so. Keine Ahnung. Das hier ist die Ecke, wo wir beim letzten Mal verreckt sind. Wo der Vogel mich angegriffen hat. Und hier
müssen wir jetzt hin. Und wisst ihr was? Wir können uns das so wundervoll einfach machen, indem wir uns hier einfach hinporten. Ist das nicht fantastisch? Wieder richtig viel Zeit gespart. Harmoniegespräch brauche ich, glaube ich, gar nicht hinlaufen. Der würde ja, wenn die richtigen Charaktere im Team wären, hätte der ja ein Fenster geöffnet und mir angezeigt, dass die Beziehung zwischen denen sich erstmal verbessern muss, ne? Das hatten wir ja an anderer Stelle schon. Das heißt, ich müsste diese Harmoniegespräche erst dann wieder durchprobieren, wenn ich einen neuen Charakter irgendwie im Team habe. So werde ich das auf jeden Fall handeln. Und ich habe auch gelesen, heute Mittag, als ich in die Kommentare geschaut habe, dass die Harmoniegespräche nie verschwinden. Und in Ecken, wo man später nicht mehr zurück kann, da gibt es gar keine Harmoniegespräche so gesehen. Also brauche ich mir dahingehend keine Sorgen zu machen. Das einzige Problem, was ich irgendwann haben werde, das weiß ich jetzt schon, ist, dass die Weltkarte einfach so riesig sein wird, dass es auch problematisch sein wird, da den Überblick zu behalten, wo ich noch überall hin muss. Also das wird bestimmt mehr als nur ein Bonuspart sein, da auf die, also die ganzen Gespräche nochmal abzuarbeiten. Ich weiß halt nicht, ob ich da nicht vielleicht sogar mit irgendeiner Liste oder so arbeiten soll, aber meine Spoilerpanik ist halt so unfassbar riesig, dass ich darauf schon ganz gerne verzichten würde. Kann ich hier gar nicht weiter runterklettern? Was hat denn diese Plattform dann für einen Sinn, außer dass man einen schönen Ausblick hat? Und hier wahrscheinlich auch sicher ist vor Gegnern, ich weiß es nicht, warte mal. Gab es noch so einen kleinen Futzel, der unentdeckt war? Ach nee, der ist hier oben. Der ist hier oben. Moment. Dann klettern wir da jetzt natürlich hoch. Ich bin gespannt, ob es hier auch so ein Winter- und Eisgebiet und sowas alles gibt oder ob man sich hier im Spiel immer in Graslandschaft aufhalten wird. Wie gesagt, das ist ja keine normale Welt, auf der wir uns bewegen. Das ist, ja, wir laufen quasi auf dem Bionis. Und wenn dem irgendwo kalt ist, dann haben wir vielleicht auch mal ein Eisgebiet. Vielleicht, wenn wir um seine Füße rum unterwegs sind oder so. Wenn er schlecht durchblutet ist, ich weiß ja nicht. So, habe ich das jetzt hier aufgedeckt? Da links ist wieder eine andere Ebene, wo ich jetzt gerade noch nicht sehe, wie ich da hinkomme. Genauso das hier. Ich weiß auch, dass ich angrenzend bei diesem Schniepel hier in der Windhöhle schon mal stand, aber da auch nicht weiterlaufen konnte. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und hier könnte man auch nochmal probieren hinzulaufen. Ich glaube, levelmäßig müsste ich da mit den Gegnern jetzt zurechtkommen. Das Ding ist nur, dass ich mich da nicht hinporten kann. Und weil das irgendwie zu weit weg ist. So, warte mal, was sind das hier für Dinger? Welches Level? Oh, wie süß. Die sind Level 12 und 11. Ich glaube, die können wir einfach mal kaputt hauen, oder? Sagt doch hoffentlich keiner was. Außer der Gegner selbst, aber seine Meinung zählt hier gerade nicht. So, warte mal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich ein bisschen mehr mit dem Zeug hier arbeite. Jawohl. Ich glaube, Schulk mit seinen normalen Angriffen ist hier schon ganz gut dabei. Ohne, dass wir großartig in die Trickkiste greifen müssen. Komm, jetzt will ich endlich unsere Level-Ups hier haben. Hä, aber manchmal... Ich glaube, jetzt gerade war das nämlich schon wieder so... Manchmal verschiebt er seinen Fokus oder bin ich aus Versehen auf eine Schultertaste gekommen, unwissentlich. Weil ich stehe manchmal vor einem Gegner und kloppe auf den einen und plötzlich ist der Pfeil ganz woanders. Huch, ich wollte nicht auf Heilung. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, womit das zusammenhängt, aber gut. Ich glaube, mein Level-Up kann ich mir hier aufknicken, weil die zu niedrig levelig sind. Außer bei dem hier eventuell. Der gerade in Ohnmacht gefallen ist. Ne, nicht Ohnmacht. Ne, heißt das Ohnmacht? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall gerade in die Knie gegangen. Und da haben wir das Level Up. Sehr schön. So, da kannst du noch so viele Energieschüsse abfeuern, wie du willst. Du hässlicher Mekon-Speer. Das wird dir deinen knatterigen Hintern auch nicht mehr retten. Wir sind auf jeden Fall Level 20. Wer sagt's denn? Großer Erdzylinder. Mhm. Also mein größter Wunsch ist eigentlich, dass wir für Schulk mal eine ordentliche Hose jetzt hier finden. Irgendwo, die er sich anziehen kann. Damit er nicht ganz so lächerlich aussieht. Vor allen Dingen, ich mag Schulk von Minute 1 an, ja. Ich finde den irgendwie so cool. Aber der ist immer derjenige, der hier am schlechtesten gekleidet ist. Also irgendwie sehen alle anderen Mitstreiter immer
immer stilvoller und besser geschützt aus. Aber die Statuswerte sind natürlich ganz gut, ne? Sonst hätte er diese Schmucketeile jetzt nicht. Und wer weiß, vielleicht fliegen ihm ein paar Frauenherzen zu, wenn er so durch die Gegend läuft. Die meisten werden ihn wahrscheinlich für irgendeinen Perversen halten, aber hey, es gibt für alles einen Fetisch, nicht wahr? Gucken wir mal, was in Kolonie 6 so abgeht, wenn wir da jemals ankommen. Die Gegner hätte ich eigentlich auch links liegen lassen, aber die sind halt direkt in meiner Laufroute. Da kann ich dann leider nicht drüber hinwegsehen. Da müssen wir leider auch den 14er hier kaputt kloppen. Oh, bis der Mekon sich auflädt hier, das dauert schon wieder so. Der Monado, meine ich. Kann ich das eigentlich auch beschleunigen? Also ja, ich kann die einzelnen Skills, die sich in dem Menü befinden, die kann ich verbessern, aber dass sich die Aufladezeit da in der Mitte bei dem Hauptding da verschnellert bei Monado, geht das auch? Boah, wer mischt sich denn hier wieder mit ein? Leute, ich hatte heute keinen Bock hier auf Mekon-Gulasch. Das können wir uns gerne aufheben für den nächsten Großangriff, aber bitte nicht bei der Standarderkundung, okay? Vor allen Dingen ist meine Motivation immer so ein bisschen niedriger, wenn ich gerade ein frisches Level up hatte. Wenn ich so kurz davor bin, dann nehme ich gerne jeden Gegner mit. Aber jetzt gerade ist auch irgendwann gut. Ich wollte ein bisschen gechillt erkunden hier. Und das ist, ich stolpere von einem Kampf in den nächsten. So, aber ein bisschen was haben wir eingesammelt. Alles gut. Ja, das Ding kennen wir schon. Kommt man da eigentlich irgendwie oben drauf? Vielleicht, wenn man hier irgendwann mal fliegen kann. Boah, das wär's ja noch, ey. In dieser riesigen Welt, wo du sowieso schon so ein unfassbares Freiheitsgefühl hast. Wenn man dann auch noch fliegen könnte, das wäre krass. Das wäre richtig krass. Dann würde ich mich erst recht fragen, wie all dieser Umfang, wie das alles performancemäßig und überhaupt auf dieses eine Modul passt. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel kitzelt, glaube ich, das absolute Maximum aus der Konsole raus. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich jetzt einen neuen Ankerpunkt, den ich erstmal ansteuern kann. Diese ganzen hellen Bereiche. Ich check nicht, wie ich da nach oben komme. Ich meine, ich werde hier vielleicht über den südlichen Zipfel da nach oben kommen, aber das hier nervt mich. Das hier nervt mich. Vielleicht werde ich am Ende der Folge hier nochmal... Guck mal, hier beim Wasser fehlt auch ein kleines Fuzelchen. So ganz kleines, seht ihr das? Da ist die Linie nämlich nicht abgeschlossen. Meine Güte, ey. Das ist, glaube ich, schon so eine ganz leichte Form von Verhaltensstörung, dass mich das so tangiert. Oder eine kranke Form von Perfektionismus oder so. Also es ist nicht so, dass ich Schweißausbrüche bekomme und deswegen nicht ruhig schlafen kann, aber es nervt mich trotzdem. Oh, brutaler Andante. Warte mal, hatte der ein Auge? Ich vergesse das immer. Ja, hatte er. Ich würde mir gerne das Teil da einsammeln. Aber die Wölfe gucken da auch hin. Als wäre das irgendwie so eine heiße Wölfin. Schafbeere. Ja, guck mal, mit der Schafbeere lag ich ja gar nicht so falsch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwie eine höhere Ebene gleich erreichen können, wenn wir den Süden weiter fokussieren. Natürlich können wir das. Hier ist eine wundervolle Höhle. Die wahrscheinlich gar nicht so wundervoll ist. Aber wir werden trotzdem einen Blick riskieren. Denn sie wird uns wahrscheinlich genau dorthin bringen, wo ich jetzt sowieso auch gerne hin wollte. Hallo, Kisskühle. Was gibt's denn hier? Okay, so ein Level 15er Ding ist ja an sich ganz okay. Ich habe nur ein Problem mit Höhlen, und zwar... Die letzten Höhlen, die wir betreten haben, die haben immer zu hässlichen Hinterhalten geführt. Und immer wenn ich einen Gegner angegriffen habe, kamen auf einmal irgendwie 10 andere aus anderen Ecken. Also nicht nonstop, aber es gab immer so mindestens eine fiese Ecke. Da hinten können wir was abernten. Welches Level haben die? 16, 17, 15, 15. Ah, es sind aber einige jetzt hier. Ich stürze mich da jetzt mal trotzdem rein. Oh. Bisschen zu spät gedrückt, leider, umweil. So, und hoffe, dass wir jetzt hier eine Chance haben. Aber kommen wir mit Level 20. Auch wenn die jetzt in der Überzahl sind, aber trotzdem. Achso, die anderen haben mich gar nicht im Visier. Okay. Jo, na dann. Würde ich sagen, nächste Runde. Und mal gucken, dass wir die anderen auch irgendwie aus dem Weg geräumt bekommen.
Ich finde die auf jeden Fall angenehmer zu bekämpfen, die Standardgegner, als die Mechons. Wir brauchen einfach ein zweites Monado, was wir Ryan auch in die Hand drücken können. Das wäre auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Jetzt habe ich wieder ein bisschen zu spät gedrückt. Bei einem Level 17er vielleicht gar nicht so geil. Aber ey, ich meine, wir haben... wir haben 3 Level Vorsprung. Wie blöde wäre das bitte, wenn wir das hier nicht schaffen? Ich will es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, so rum. Das sieht aus, als könnte man da hinten Gold abbauen. Ey, meine Stimme verabschiedet sich gerade wieder. Was ist denn wieder los, ey? Windstoßfleder. Warte mal, ich habe da hinten noch was gesehen. Das sind alles Level 15er. Eigentlich nicht das Thema. Ich gehe jetzt einfach mal zu denen hin und sag mal Hallo und schüttel denen den Flügel. Und irgendwann wird sich entscheiden, wer hier wem eigentlich den Garaus machen wird. Aber das sieht doch auch erfahrungsmäßig noch ganz okay aus. Ich finde, dass die Level-Ups hier immer noch relativ zackig kommen. Das wird sich bestimmt auch irgendwann noch ändern, aber jetzt gerade... zu früh gedrückt. Ich brauche irgendeinen Charakter, der imstande ist, die Gegner da runterzuschießen. Oder die anzuziehen, wenn die ganze Zeit meinen, über dem Wasser schwimmen zu müssen. Das wäre auch mal sinnvoll. Da stand gerade neues Talent. Hey, Ryan war das, glaube ich. Warte mal, ich muss gleich mal gucken. Ich will noch gerne den noch aus dem Weg räumen. Wenn ich den mal markiert kriege, was gerade nicht der Fall ist. Na gut, dann töte ich den halt nicht. Puh. Mir doch egal. So, ach, das ist Elektro. Das ist gar kein Gold, aber das ist, glaube ich, die erste Elektroerzader, die wir finden. Auf jeden Fall sieht das ziemlich cool aus. Wobei ich die Eiserzadern, das ist wahrscheinlich alles gar kein Erz, aber die fand ich bisher am schicksten. Aber das hier ist, glaube ich, auf Platz 2. So, jetzt muss ich gucken wegen hier Talent neu lernen und so. Da kam nämlich, glaube ich, was Neues hinzu. So, bei der Intuition, das war nämlich das Spannende. Da konnte... Nee, warte, er hier, genau. Konnte dann jetzt hier nichts lernen, aber die Intuition müsste er jetzt übernehmen können. Genau. So, das ist schon mal viel wert. Und dann ist die Frage, was lernen wir als nächstes? Wilder Hohn erzeugt mehr Wut. Ich glaube, da können wir eigentlich bleiben und hier können wir theoretisch auch bleiben. Ja, einfach, weil es nicht so viel kostet, ne? Ich werde mich jetzt nicht auf einen Baum einschießen und den ausmaximieren, bevor ich dann 10 Jahre später den nächsten machen kann. Ich nehme jetzt immer das, was am wenigsten Punkte erfordert. Es sei denn, ich sehe bei irgendeinem Charakter mal was, was ich unbedingt so schnell wie möglich haben will. So wie das am Anfang zum Beispiel bei Shulk der Fall war mit dem... mit der Heilung und dem Heilungsbaum. Also ganz am Anfang dachte ich ja noch, dass jeder Strang irgendwie zu einem Charakter gehört. Voll den Knick in der Optik gehabt. Aber ich glaube, so ist das ganz gut. Am Ende will ich sowieso alles freischalten. Und dann mal gucken. Jo, das ist das Ziel. Was mich gerade sehr, sehr freut, ist, dass ich hier jetzt in diesen hellen Bereich komme. Das heißt... nein... Geh weg, Nachtmodus. Keiner will dich hier. Auch wenn die Musik schon wieder zum Bleiben einlädt. Aber wir machen trotzdem jetzt hier weiter. So, harter Lotus. So, Delala. Was haben wir denn hier Feines? Irgendwas Schönes muss es doch hier geben. Ich meine, so ganz ohne Umweg erreicht man diese Ecke ja hier nicht. Unter normalen Umständen würde ich jetzt sagen, wir bekommen ja bestimmt eine richtig gute Schatzkiste, aber sowas gibt es ja halt nicht. Können wir vorstellen, dass hier irgendein Missionsgegner auf uns wartet? Den lasse ich jetzt mal da, wo er ist. Die sehen mich ja aber alle nicht, oder? Da ist ein Wurfspeer-Typi. Ach Mist, okay, einige sehen uns hier doch. Ich will eigentlich nur diesen Schatz da eben kurz an mich reißen. Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Nö. Haha, guck mal. Ich bin der Schleicher vom Speicher. Mit meinem geilen Taucherschlüppi hier. Das muss mir erstmal jemand nachmachen. Ja, das war klar. Das war klar, dass ich jetzt hier nicht alle kriege. Ja, blöd. Habe ich auch einen kleinen Nachteil. Aber ich mache das jetzt einfach, weil ich wissen will, was man hier einsammeln kann.
Weil ich mir vorstellen kann, dass die hier nicht umsonst stehen. Ich bin aber massiv in der Unterzahl hier gerade. Also ich muss den Dicken jetzt erstmal aus dem Weg rollen, den 16er. Der ist nämlich, jawohl, glaube ich, gerade das größte Problem. Und die anderen dürften ja ein bisschen schwächer sein. So, dann können wir einmal ein bisschen Monado-Action hier vom Stapel lassen. Jawohl. Ich hatte, glaube ich, als ich das letzte Mal meine Techniken verbessert habe, auch... da war ich auch kurz davor, noch andere Sachen weiter stärken zu können. Also ich habe mich nicht komplett auf runter, auf null runter gewirtschaftet, so rum. Ich kann meine Sätze nicht mehr formen. Ein übliches Phänomen in meinen Let's Plays. So. Ich glaube, damit haben wir erstmal Ruhe. Kann ich jetzt hier alles einsammeln, was hier noch rumliegt? Jägerstiefel, okay. Da hinten liegt, glaube ich, nichts mehr. Ich begnüge mich mal hiermit. Die scharfe Pinktoffel ist es eigentlich gar nicht wert, weil wir die an so vielen anderen Stellen auch bekommen. Aber egal. Jetzt haben wir sie. So, ich gucke jetzt nochmal kurz hier. Wie es denn so aussieht. Joa. Eigentlich bin ich dann damit durch. Betonung liegt auf eigentlich. Ey, dieses kleine Futzelchen da im See. Ich habe gerade... Ein Quest-Item. Eine Vogelkette. Sehr cool. Guck mal, da habe ich dann wiederum Zeit eingespart. Also klar, ne, ich investiere jetzt hier viel Zeit mit dem ganzen Rumgelaufe. Aber... Ich muss dann, wenn wir dann die entsprechende Mission bekommen, das Ding einfach nur abgeben. Hat doch auch was für sich, ne? Auch wenn das echt selten passiert, dass ich Missions-Items hier irgendwo mitnehme, aber egal. Ich feiere den Moment und dass es mal so ist. Kann ich mich jetzt irgendwo hinporten, um das abzukürzen? Ansonsten setze ich hier gleich wieder zum Schnitt an und ja, wir sehen uns hier gleich am Höhleneingang wieder. Wobei ich dafür jetzt auch gar nicht nochmal durch die Höhle gelaufen bin, sondern einfach mich habe fallen lassen und so gelaufen bin. Ich glaube, zeitlich nimmt sich das nicht viel. So, dann gucken wir mal, was sich im bisher noch nicht erforschten Gebiet noch so mitnehmen lässt. Das ist schon sehr tief. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ich finde den Fallschaden hier nämlich nicht ohne. Außerdem wäre mir die tolle Himmelsrinde entgangen, wenn ich jetzt nicht hier lang gelaufen wäre. So, ich glaube aber die ganzen Gegner, die kann ich hier erstmal links liegen lassen. Laufen wir hier mal wieder nach oben. Nicht, dass das jetzt irgendwie so eine magische Grenze ist und die Gegner hier wieder sehr stark sind. Nö. Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Wisst ihr, wo ich auch ein großes Problem sehe? Ich bin ja so ein Missionskompletierer und gerade die Monster-Kampf-Missionen, die mag ich eigentlich in allen Spielen so mit am liebsten. Das Problem ist, dass wenn es dann irgendwann mal heißt, töte den und den Gegner, ich krieg das nicht zusammen, wo ich die finde. Also selbst wenn es dann heißt, der Gegner tritt häufiger mal in der Gauerebene auf, das ist wie 10-mal Berlin aneinander gebappt. So vom Größengefühl her. So, versteht ihr, was ich meine? Auch das würde mir so gut wie gar nicht helfen. Was ist das denn hier? Hi? Bis hier und nicht weiter. Ich kann keine Fremden hier vorbeilassen. So leid es mir tut. Können wir uns nicht anfreunden? Ich zeig dir meinen Personalausweis. Außerdem siehst du schon, wie meine rasierten Beine aussehen. Schulk, rasierst du dir ernsthaft die Beine? Okay, wie es gefällt. Gut, ich glaube, die lässt uns hier nicht rein. Was ist, wenn ich jetzt trotzdem versuche, reinzulaufen? Ich speichere mal. Sicher ist sicher nicht, dass ich mir das hier mit irgendwelchen Gruppierungen verscherze, aber nee, sie ist fair, beziehungsweise das Spiel ist fair und ich dachte jetzt, die porten mich jetzt hier sonst wohin. Okay, aber irgendwas sagt mir, dass ich hier noch hinkommen werden. Entweder weil uns die Hauptstory dahin bringen wird oder weil wir aus der Gruppierung, was auch immer das sein soll, vielleicht jemanden in Kolonie 6 oder so kennenlernen und wenn wir die Person dann im Team haben, dann kommen wir da irgendwie durch. Das sind jetzt so meine beiden Vermutungen. Guck mal, dieser kleine Exkurs in den letzten ein, zwei Folgen in Gebiete, die eigentlich noch ein bisschen zu stark sind für uns. Hat sich dahingehend rentiert, dass die ganzen Gegner jetzt hier allesamt keine Gefahr mehr darstellen.
Aber wenn ich eines gelernt habe, dann mich bloß nicht zu sehr in Sicherheit wähnen, denn zwei Schritte weiter kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Was ist denn das da? Das ist auf jeden Fall ein neuer Gegner. Ein Feldponio. Ich glaube, den muss ich mal abschlachten. Das Spiel erzieht einen so ein bisschen dazu. Egal wie schön und süß die Wesen sind, einfach erstmal raufhauen, alles was man noch nicht kennt. Diese Ponios, die wird man bestimmt, wenn wir hier weitergehen, auch öfter noch antreffen. Ich will den nur einmal der Vollständigkeit halber einmal umgehauen wissen. Primär, weil es ja immer wieder... es gibt sogar eine Mission, die schon offen ist. Alles klar. Der kam ja auch ein bisschen bekannt vor, der Name. Ich war mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das mit einer Mission zusammenhängt. Und jetzt sind die Pünktchen hier wieder so angeordnet, dass sie mich von meinem eigentlichen Weg abbringen. Hört auf. Böser wird's cool. So, wo habe ich jetzt aufgehört? Hier so in der Ecke, ne? Bis ich das fröhliche Ponyo dort weiden und grasen sah. Und mich gezwungen sah, ihm ein Ende zu bereiten. So. Warte mal. Einmal nochmal kurz auf die Karte geschielt. Er. Hä, warum sind die Felder hier nicht aufgedeckt? Ich bin auch eigentlich genau an diesem komischen, kriseligen Bereich. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen provokant an der Felswand entlang laufen. Das sah mir auf der Karte nämlich gerade ein bisschen zu kaputt aus. Wobei ich, wenn ich ins freie Feld laufen würde, wahrscheinlich mehr von den Ponios antreffen würde. Aber ganz ehrlich, schimpft mich wahnsinnig, schimpft mich unlogisch, aber mir ist das Aufdecken der Karte gerade wichtiger. Weil durch die Mitte von A nach B laufen, das kann ich immer machen. Und nein, es bereitet mir jetzt auch nicht unfassbar unendlich viel Freude, hier die Ränder abzuknutschen. Aber ich mache das nur, damit wir am Ende die Freiheit haben, wirklich alle verfügbaren Wege überblicken zu können und uns entscheiden können, wo es dann weitergehen soll. Es gibt für mich, gerade bei Spielen, wo es so viel Optionales auch zu erledigen gibt, eigentlich nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, ob sich in dieser oder jener Ecke vielleicht noch irgendein Secret befindet. Und klar, ich werde auch hier nicht alle Secrets finden, das versteht sich von selbst, aber es wäre doch mega ärgerlich, wenn ich am Ende irgendwas übersehe, einfach weil ich diesen Weg auf der Karte nicht freigelegt habe. Wisst ihr, was ich meine? So ist meine Logik dahinter. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ja, ich bin jetzt... Ach nee, das hier war der Weg, wo uns die Tante nicht durchlassen wollte. Okay, was sagt die Zeit? Ich bin bei knapp einer halben Stunde Aufnahme. Du, wenn jetzt hier keine richtig miese, ausschweifende Abzweigung noch kommt, die uns in ein komplett neues Gebiet bringt, dann werde ich heute vielleicht mit der Umrundung fertig. Hier haben wir noch ein paar hässliche Wolfs. Aha, das ist gleich ein ganzes Wolftal, okay. Ich ignoriere jetzt trotzdem mal, mich interessiert nur die Abbaustelle da am Ende. Oh, lass hier bitte kein super Gegner sein, weil die werde ich jetzt hier umnieten, wenn die mich angreifen. Aber das werden sie. Sie gucken nämlich schon so in meine Richtung. Aber ich bin 6 Level über denen. Also das wäre echt ein Witz, wenn ich da jetzt Probleme hätte. Aber ich muss sie, wie gesagt, auch nicht unbedingt auseinandernehmen. Und eventuell kann ich das ja auch umgehen. Ah, sieht schon schön aus. Das sind so ein bisschen... Das ist so ein bisschen mein Klunker-Fetisch hier im Spiel. Das hat irgendwie so einen schönen Glanzeffekt. Ich weiß auch nicht. So, aber wir haben ja was zu sammeln. Die Teile habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Was ist denn hier los? Blind Goya schon wieder on the run hier. Böse Schwerkraft kennen wir auch. Da hat bestimmt Evil Bloody Ice ihre Finger wieder mit im Spiel. So, aber hier haben wir... Wir haben eine Sackgasse. Was habe ich in den letzten Parts immer wieder gesagt? Das Spiel hat keine Sackgasse. Wir brauchen uns keine Illusion zu machen. Hier lehrt es uns, dass es ein Trugschluss war. Und da hinten leuchtet ein Punkt, zu dem fühle ich mich gerade magisch hingezogen. Wie schön das hier einfach aussieht im Dämmerzustand. Das ist so schön, wenn die Sonne hier untergeht. Ich lasse das mal erstmal so. Ich neige ja dazu, immer relativ schnell an der Uhr zu drehen. Wir warten, bis es jetzt wirklich duster wird. So, da fliegt irgendwas durch die Gegend.
So, Leute, ich glaube, echt bald haben wir es, ne? Bald haben wir es. Aber ich werde jetzt höchstwahrscheinlich noch nicht heute zum Hauptmissionspunkt gehen. Also mein Plan ist, dass wir das am Anfang der nächsten Folge realisieren können. Ich habe stattdessen was ganz anderes vor. Wer gut hingehört hat, der wird vielleicht wissen, was genau das sein wird. Aber wir gucken erstmal, ob ich hier durchkomme mit allem, was ich mir vorgenommen habe. Bin ich jetzt mal... Nee, ich glaube, da kommt unten noch so ein Zipfel. Ja, jetzt kommt es nämlich nur noch drauf an, wie weit das in den Süden reinragt. Und wenn das jetzt überschaubar bleibt, dann können wir alle Großbrüsterchen machen, weil wir diese riesige Ebene mit ganz wenigen Ausnahmen dann tatsächlich einmal komplett umrundet haben. Und das mal kein Grund zum Feiern ist. Oh Gott, da ist wieder... Oh Gott, ein Level... 77er. Oh Gott, warte. Warte, warte. Und das Problem ist, dass der ein Auge hat. Wenn der kein Auge hätte, dann wäre das nur halb so wild. Ich dachte, jetzt verschwindet einer, wenn ich wieder auf Tag stelle. Ich finde das jetzt nicht so geil, dass hier so starke Gegner gerade ihre Runden drehen. Ich glaube, die Sammel-Items da in der Mitte, die kann ich mir erstmal knicken. Mache ich auch. Ich laufe stattdessen mal hier weiter. Wo wir auf der Minimap wieder diese komischen Fäden haben, die sich da entlang ziehen. Ey, die größte Paranoia, die ich hier in diesen Gebieten habe, das ist echt dieser olle Vogel, der das eine Mal... Da ist wieder ein Quest-Item. Der das eine Mal aus dem Nichts auftaucht. Am Ende der letzten Folge war das ja. Zerknittertes Papier. Ich finde das unfassbar gut und fair vom Spiel, dass man die Sachen auch vorher schon finden kann. Ich hasse das, wenn dich so ein Spiel 10.000 Mal in dieselben Ecken schickt. Also, wenn du einfach nochmal dorthin musst, wo du schon längst gewesen bist und das einfach mega unlogisch ist, wenn Leute dann irgendein Item verloren haben und das aber erst dort spawnt, wenn du dich dort auch in der Nähe, also wenn du die Mission dann angenommen hast, so, das, ja, wäre gerade in diesem Spiel, wo du eh schon so viele Laufwege zurückzulegen hast, auf jeden Fall doppelt und dreifach umständlich. Deswegen, ja, finde ich es gut, so wie es ist. Oh, das sieht aus nach einem kleinen Lagerplätzchen. Oh, das war schon wieder ein Hinterhalt. Hä? Die haben Augen, aber irgendwie doch nicht. Ich stand gerade in deren Mitte. Die haben einen Kreis um mich gebildet und mir alle tief in die Augen geschaut. Die waren wahrscheinlich irritiert von Shulks Outfit. Ich glaube, das hat uns gerade das Leben gerettet. Das wird sein, Leute. Das wird sein. Alle anderen Begründungen ergeben natürlich gar keinen Sinn. Nur diese, die ja sowas von auf der Hand liegt. Was macht der Shulk eigentlich, wenn er durch Brennnesseln oder so läuft? Das kann doch gar nicht funktionieren, was er hier tut. Guck mal, wir sehen einen Beinlachs, während Shulk Bein zeigt auf dem Bein von Bionis. Das ist voll die Beinception, die wir hier haben. So, warte mal, aber die Gegner interessieren mich gerade trotzdem nicht. Aufzieherrädchen muss mit. Ich glaube, jetzt ist gleich der große Moment erreicht, Leute. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter nach oben schwimme, dann bin ich, glaube ich, an der Stelle, wo wir die Gauerebene Tatsache betreten haben. Boah, das war so ein cooler Trip. Ich möchte, dass da noch ganz, ganz viele von kommen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin zwar den einen oder anderen tot gestorben, aber wir haben so viele Level-Ups gefunden, so viele coole Ecken hier gefunden. Ich liebe das Weltendesign hier. Bitte lass es an Qualität nicht abnehmen im Laufe der Zeit. Das Einzige, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre eine Möglichkeit, schneller zu laufen. Irgendwie zu rennen oder ein Pferd zu nutzen oder keine Ahnung was. So, Leute. Was werde ich jetzt tun? Ich werde mich hier hinporten und wir werden uns dann gleich ein Stück weiter, ja, ein Stück weiter nordöstlich sehen. So, delala, da wären wir auch schon. Lang ist's her, wo ich eigentlich nur so ein bisschen reinschmulen wollte und da bin ich ja an der einen Stelle fast verreckt. Ich weiß noch, bei diesem komischen Kokonvieh oder was das war. Ich werde jetzt ja aber an den Gegnern vorbeilaufen, die mich jetzt nicht unbedingt spotten. In der Hoffnung, dass wir hier jetzt unsere Runde abschließen können. Da, dieses Daksha-Ei. Dieses verräterische, miese Ei, ey. Das war so, so gemein beim letzten Mal, weil das ist so niedrig-levelig.
dass ich dachte, ich schaffe das ohne Probleme und dann sind da seinerzeit irgendwie Level 16 Viecher rausgepoppt und ich hatte auch gerade kein allzu hohes Level. Okay, ein Zanger ist imstande, mich zu sehen. Sei denn, ich laufe ein bisschen weiter entfernt weg. Das hat ganz gut funktioniert. Was haben wir hier? Da ist auch wieder einer dabei, der mich sieht. Ja, so habe ich diesen Ort nämlich auch noch in Erinnerung, dass die Gegner immer stärker werden, je... Nein. Ah, wieder falsche Taste. Mann. Dass die halt immer stärker werden, je höher wir hier... Oder je weiter wir hier langlaufen. Höher passt ja in dem Falle nicht, weil wir nach Osten laufen und nicht nach Norden. Aber gut, das hier ist jetzt nicht mehr das Thema. Aber ich glaube, hier war seiner... Das ist nicht mehr das Thema, sagte sie und starb wieder fast. Was ist hier wieder los? Ich weiß auch nicht, was mir gerade so viel Schaden gemacht hat. Also hätte das da links oben nicht rot geblinkt, dann wäre mir gar nicht aufgefallen, dass Schulz fast ins Gras gebissen hätte, aber gut. Okay. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich hatte nämlich beim letzten Besuch hier auch das Gefühl, irgendwie ganz gut gelevelt zu sein. Und was ist? Nix da. Die Gegner führen mich vor. Aber hier waren wir noch nie. Guck mal, ich habe hier scheinbar... Aha. Einen neuen Punkt erreicht. Sehr schön. So, jetzt will ich nur noch mal gucken. Ich hasse diese Eierviecher. Und es sind hier natürlich ganz viele davon. Na gut, wir müssen die ja nicht alle provozieren. Liegt da hinten schon wieder irgendein rotes Item? Ich will, oh, hier ist auch noch so ein Teil. Okay, jetzt muss ich leider noch mal ein bisschen in den Slow-Mo-Modus gehen, Leute, weil ich glaube, wir sind auf diesem Wege immer noch schneller, als wenn ich jetzt jedes von diesen Eiern irgendwie ummiete. Ich will nur einmal in diesen Schrein hier reingehen und gucken, was da in der Mitte eventuell noch aufzusammeln ist. Hier muss es doch jetzt irgendwas geben, oder? Ja, guck mal, hier ist das nächste Quest-Item. Fantastisch! Ich bin nochmal weg! Ich bin nochmal weg! Ich will aber wissen, was für ein Level du hast! Was bist du? Was bist du? Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Renne, Schulk, gib alles, was du kannst! Wirf von mir auch deine letzten Kleiderstücke ab, von mir aus auch, wollte ich sagen. Hauptsache, wir kommen hier weg. Alter Vater, ey. Was für eine miese Mekon-Spinne. Das ist ja doch eine Mekon-Spinne, oder? Boah, aber jetzt mal Tacheles gesprochen, Leute. Ich kann das Ding wahrscheinlich nicht einsammeln, ohne die Spinne zu triggern, oder? Oder geht das irgendwie? Das ist schon blöde. Da hinten ist ein Missionsziel. Warte mal, wir hatten doch beim letzten Mal diesen einen Nopon getroffen. Ich glaube, ich habe sogar noch zwei Nopon-Quests offen. Die haben, glaube ich, beide irgendwie irgendwen vermisst. Also bei einem bin ich mir sicher, beim anderen weiß ich nicht mehr genau, was der wollte. Aber vielleicht finden wir den hier. Ich habe gerade mega Angst vor der Spinne. Hoffentlich kommt die wirklich nur, wenn ich da diesen Schrein betrete. Sieht man die von hier irgendwo? Alter, war das creepy. War das creepy. Wäre ich jetzt irgendwie inkontinent, dann wäre das im Desaster geendet, ehrlich. Also nochmal in zehnfacher Ausführung, wenn ihr versteht. Ich weiß, ich packe hier schon wieder die richtig appetitlichen Themen aus. Nein! Obwohl, die sieht mich nicht. Die haben keine Augen. Die haben keine Augen. Ich traue dem Spiel gerade trotzdem nicht so ganz über den Weg. Ich möchte nicht nochmal um mein Leben rennen müssen. Das ist noch ein Quest-Item. Ich dachte, beim Ausrufezeichen würde ich eine Person finden. Hi. Hallo. Krummes Gewehr? Das gibt's ja auch noch. Das ist das zweite von insgesamt drei Teilen, die wir noch finden müssen. Also, jetzt müssen wir nur noch einen Teil finden, aber das nächste wäre dann damit in unserer Hand. Oh, die Punkte! Das ist doch nicht euer Ernst.
Warum gibt denn dieser Spot so unfassbar viel? Wahrscheinlich, weil der gut versteckt ist oder so, keine Ahnung. Ja, geil. Das hat sich mal mega gelohnt, Leute. Das war eine gute Idee, hier hingekommen zu sein. Und wisst ihr was? Wir werden damit dann in der nächsten Folge tatsächlich mit der Hauptstory weitermachen. Ich frage mich trotzdem, wo wir diesen einen Nopon finden sollen. Aber gut, es gibt ja hier noch viele andere Routen. Diese Maguel-Straße, wie stark waren denn da nochmal die Gegner? Ich glaube, die waren ein bisschen krasser als die hier oben. Ey, aber diese Spinne, ey, die war auf jeden Fall mein Highlight. Auch wenn ich einfach nur weggerannt bin, aber das war irgendwie trotzdem cool. So, warte mal, ich werde mich jetzt mal einmal hier hinporten. Und dann nochmal gucken, welche von meinen Techniken ich weiter verstärkt kriege. Das müssten jetzt seit dem letzten Bonus, den wir bekommen haben, auch wieder einige Punkte sein, die da zusammengekommen sind. Und wisst ihr, was das Gute ist? Ich kann dann hier ein bisschen verkaufen offscreen, bevor ich dann mit der nächsten Folge loslege. Was wollte ich tun? Ich wollte einmal hier ins Menü. Und wenn wir gerade schon dabei sind, können wir auch gleich mal im Collecticon nachgucken. Denn wir sind jetzt eigentlich über weite Strecken, wobei ein Teil fehlt hier noch. Weißer Singvogel, von Schulk in poetischer Stimmung so benannt, macht Töne im Wind. Ja, das machen seine Furze wahrscheinlich auch, aber ich will ihm seine Poesie nicht kaputt machen. So, mehr Sachen können wir nicht registrieren, aber es gibt Techniken, die verstärkt werden wollen. Und da wollen wir sie natürlich nicht warten lassen. Senkt Wut und steigert den Schaden physischer. Ich muss mir angewöhnen, dieses Schattenauge einfach früher im Kampf mal einzusetzen, weil ich komme da, ich arbeite mich immer von links nach rechts durch mit den Techniken. Da macht eine andere Reihenfolge vielleicht Sinn vor dem Hintergrund Effizienz und so. So, warte mal, ich hatte hier noch eine 480er, großer Schwung mit der Waffe, der alle Feinde vor Schulk trifft. Das trainieren wir auch. So, und viel mehr geht dann erstmal nicht. Und bei ihm haben wir 600, 640, 560. Aha. Nee, ich nehme jetzt hier mal die... Obwohl, das hier ist wieder was Passives, ne? Klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blocken. Ja, für ihn als Tank ist es halt auch nicht unerheblich, ne? Ich werde mal trotzdem den Hammerschlag nehmen, den können wir auch gar nicht noch weiter ausbauen. Und das zweite... Aura, die stark die Wut der Feinde steigert, damit sie Rain angreifen. Auch nicht verkehrt. Versetzt den Gegner einen gewaltigen Schlag. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die primitiven Kloppy-Angriffe, deswegen nehmen wir mal das hier. Hat das nicht alles mal viel mehr Schaden gemacht? War wieder nicht sogar mal vierstellig? Liegt das mit den Waffen zusammen, die tragen? Oder verwechsel ich da gerade was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das jetzt auch verstärkt. Gut, ihr Lieben. Boah, ich bin mega nervös. Ich weiß gar nicht mehr, wie Hauptstory geht, aber ich freue mich trotzdem riesig aufs nächste Mal. Wer weiß, vielleicht dürfen wir dann wieder ein paar neue Cutscenes und alles bestaunen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.